Deutschland 2050, Inflation und Demografie. Kapitel 1. Meine staatliche Rente reicht schon. Ja, der Brief, den die Rentenversicherung Bund jedes Jahr versendet, kann durchaus den Eindruck vermitteln, dass hier eine relativ üppige Rente fließt. Allerdings muss man sich nur mal die Entwicklung von Energiepreisen, Mieten, Lebensmitteln anschauen, um zu verstehen, wo der Denkfehler liegt. Erinnern Sie sich noch daran, als man für 10 Pfennige noch ein Brötchen oder für 20 Pfennige eine Kugel Eis kaufen konnte? Wenn Sie sich noch daran erinnern, ist es noch nicht so lange her, oder? Heute kostet das Brötchen 30 Cent, also das Sechsfache, und das Eis kostet 1 Euro pro Kugel, also das Zehnfache. Benzin kostet pro Liter statt 55 Pfennige jetzt 1,60 Euro, auch das Sechsfache. Und jetzt überlegen Sie mal, was Sie mit 1.000 Euro Rente in Zukunft kaufen können. Wenn das genauso lange hin ist wie die Zeit mit dem billigen Eis, womöglich nur ein Bruchteil dessen, was Sie mit 1.000 Euro heute kaufen können. Was heute viel klingt, bringt im Alter wenig und reicht nicht, um die Wohnung zu heizen oder gar die Miete zu zahlen. Urlaub kann man gleich ganz vergessen. Und? Von dem netten Rentenbetrag gehen noch Steuern ab und man darf den kompletten Beitrag der Krankenversicherung daraus selbst bezahlen, denn ein Arbeitgeber zahlt dann nicht mehr mit. Viel mehr als eine Grundsicherung bleibt dann nicht übrig. Kapitel 2. Deutschland, die Welt und ich 2050. Nicht nur, dass Ihr Geld mit jedem Jahr immer weniger wert wird, Sie werden auch immer älter. Und das heißt, Sie erleben noch mehr Inflation. Willkommen also in Ihrer Zukunft. Dank hervorragender medizinischer Versorgung, ausgewogener Ernährung und gesunder Lebensweise werden Sie ganz toll alt. Wenn Sie heute um die 40 sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren 90. Geburtstag werden feiern können. Wie viele andere Menschen übrigens auch. 2050 wird die Weltbevölkerung die gleiche Altersstruktur haben wie Japan schon heute. Aus der deutschen Bevölkerungspyramide wird ein Haus geworden sein. Ein Haus mit rund 74 Millionen Einwohnern. Viele davon angewiesen auf Seehilfen, Gehhilfen und regelmäßige Finanzspritzen. Wo die herkommen sollen, das weiß niemand so genau. 2050 werden in Deutschland voraussichtlich mehr Menschen über 67 Jahren leben als unter 15-Jährige. Immer mehr Menschen werden Schlange stehen an den Töpfen, in die immer weniger einzahlen. Man kann es drehen, wenden und sogar auf den Kopf stellen. Es geht einfach nicht auf. Ihre staatliche Rente reicht definitiv nicht. Es sei denn, Sie arbeiten noch deutlich länger. Also sagen wir bis 75? Kapitel 3. Und was soll ich jetzt machen? In jedem Fall ab sofort nehmen, was Sie kriegen können. Der Staat schenkt Ihnen doch schon jetzt jedes Jahr bares Geld für Ihre Absicherung. Neben allen anderen Maßnahmen ist Riestern ein absolut sinnvoller Zusatzbaustein zu Ihrer privaten Altersvorsorge. Denn Inflation und Demografie ist es ganz egal, ob Sie sich absichern oder nicht. Die machen auch ohne Sie einfach weiter.